Ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast von Projekt Megafon. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe Megafon 95. Wir haben gespielt gegen Kaiserslautern. Das macht natürlich unsere 25. Folge aus. Ich bin der Mo, @Wappendribbler auf Twitter, und mein Komparse, der Micha, @Jurenski auf Twitter, ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Guten Tag. Hast du verstanden? Partie? Ja. Unsere Links zu den Social Medias findet ihr natürlich unten in den Show Notes oder der Beschreibung, je nachdem, wie professionell ihr seid. Fortuna gewann dieses Spiel 3-1. Und natürlich hagelt es vor dem Spiel wieder so ein bisschen Kritik. Friedhelm Funkel kritisierte mal wieder Benito Rahman über Ehrgeiz, Fleiß, bla bla bla. Jetzt machte der ein Tor, super Spiel. Also, was spricht der Funkel da überhaupt? Ja, wenn man Rahman spielen sieht, das war im letzten Spiel auch so, da dachte ich mir auch, er hat zwar gut gespielt, aber für ihn geht's besser. Und das war, glaube ich, das Einzige, was der Funkel sagen wollte. Einmal, dass Rahman halt nicht abhebt, ihm nochmal auf den Boden der Tatsachen zu bringen und ihn vielleicht noch ein bisschen pushen, weil Funkel weiß, Rahman kann noch besser spielen. Ja, bei dem Spiel jetzt gegen Kaiserslautern fand ich ihn eigentlich auch nicht überwältigend gut, aber schon, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Ein Spieler, der auf jeden Fall mehr als ein gutes Spiel gemacht hat, sondern ich würde sagen, er hat ein Man-of-the-Match-Game gemacht. Skenki Haraguchi. Ein Tor, eine Vorlage, klar, Tor war der Elfmeter, aber sprechen wir später nochmal drüber. Er hat halt auch viele offensive Aktionen gehabt. Genki Haraguchi macht sofort den Unterschied. Bei ihm merkt man halt auch, dass das ein Bundesligaspieler ist. Und für mich war es auch der Man of the Match, weil er war immer präsent und hat immer für Gefahr gesorgt. Ja, aber er gibt auch aktuell noch die Power im Spiel. Das ist so ein bisschen das, was mir manchmal bei Takeshi Uzami fehlt. So, bei Takeshi Uzami wissen alle, der hat die Qualität, aber irgendwie kann er es nicht auf den Platz bringen. Oder hat er einfach nicht die Qualität wie Genki Haraguchi? Uzami spielt ja bei Fortuna auch eigentlich nur durchschnittlich. Der hat halt immer mal wieder so ein geiles Ding drin, wo du merkst, dass er eigentlich besser ist als das. Aber bei Haraguchi merkst du halt, dass der ein Bundesligaspieler ist. So. Und das fällt halt auf, wie er spielt, wie dribbelstark er ist und dass er immer halt Power nach vorne gibt. Also Uzami macht sozusagen den Kader einfach nur breiter. Ja, würde ich sagen. Uzami ist auf jeden Fall gut, wenn man den zur 70., 75. Minute reinbringt, um nochmal bisschen Schnelligkeit vorne reinzubringen, aber wenn man Rahman und jetzt Haraguchi hat, dann ist Uzami eigentlich nur zweite bzw. dritte Wahl. Kommen wir eigentlich direkt zum Fazit des Spiels. Fortuna startete körperlich sehr präsent, viel Offensivdrang. Lautern hatte am Anfang nicht viel gegen Fortuna zu setzen, aber Lautern wurde dann stärker. Fortuna versuchte sicher zu verteidigen, aber es kam nicht viel Zählbares dabei raus. Wir waren wie zu oft jetzt in dieser letzten Saisonphase halt nicht konsequent genug, die Rückwärtsbewegung war ordentlich, war jetzt nicht überragend. Als Lautern dann in Unterzahl geriet, wurde es dann auch besser für die Fortuna, man wurde effizienter, man hat nochmal mehr gespielt. Und bevor ich noch mehr um den heißen Brei rede, Micha, dein Fazit. Ja, mein Fazit ist, Kaiserslautern hat anfangs sehr gut gespielt eigentlich, ohne wirklich sehr gefährlich zu werden, weil Fortuna halt im Endeffekt zu gut verteidigt hat. Ich würde behaupten, wenn man gegen einen technisch stärkeren Spieler gespielt hätte, dann wäre das auf jeden Fall in die Hose gegangen. Aber Kaiserslautern hat, ich sag mal, auf 120% gespielt. Und dann ist klar, dass man das nicht über 90 Minuten halten kann. Vor allem, wenn man dann noch ein Mann weniger ist und dann Fortuna praktisch mit dem ein Mann weniger dann noch durch den Elfmeter das Ausgleichstor macht. Dann ist klar, dass Fortuna halt dann nochmal Aufschwung bekommt und Kaiserslautern sich denkt, oh, hoffentlich holen wir dann wenigstens noch den Punkt. Für die Freunde der Fakten unter euch, Fortuna startete im 5-3-2, Haraguchi und Rahman beide im Sturmzentrum. Ich war ein bisschen überrascht, dass Funkel im 5-3-2 gespielt hat. Botek gab diese Rolle den Innenverteidiger, was er überraschend sehr gut gemacht hat. Micha, jetzt zur Personalie Botek. Letztes Spiel habe ich ihn massiv kritisiert und gesagt, er hat keine Körpersprache, macht Aktionen, die unüberlegt wirken und er ist auch nicht ganz präsent, hatte viele Fehler drin. Jetzt im Spiel war er einer der besten Fortuna-Spieler. Nicht der Beste, aber immerhin einer der Besten. Wie kommt es dazu? Kann sein, dass er ihm einfach im ersten Spiel noch ein bisschen das Selbstvertrauen gefehlt hat, weil er auch länger halt nicht gespielt hat oder immer mal wieder nur im defensiven Mittelfeld gespielt hat und dass er sich dann jetzt halt nach dem einen Spiel da eingelebt hat. Und
bei ihm fand ich überragend, dass er halt 4-5 Mal richtig schön lange Bälle auf die Flügel gespielt hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber dann steht er am 16er oder 20 Meter vom eigenen Tor, sieht, dass Kaiserslautern eigentlich alles zustellt, dann guckt er einmal hoch und spielt dann auf einmal dem Zimmer auf dem Flügel den Ball in den Fuß, so ein 40-50 Meter Pass, wo ich mir dachte so, das kann der Botzek? Da war ich richtig überrascht. Da war ich auch überrascht. Die Qualität habe ich ihm nicht zugesprochen. Also, die habe ich auch komplett vergessen, dass er die hatte. Mein Vater meinte zu mir, ich habe mit ihm darüber gesprochen, ja, der konnte das, auch schon früher, als der noch Innenverteidiger gespielt hat. Jetzt kam ich ans Rattern. Fühlt er sich vielleicht in der Rolle des Innenverteidigers wohler als im defensiven Mittelfeld? Oder bekommt er dadurch, dass er Innenverteidiger spielt, jetzt rolle ich wieder alles von vorne auf, so ein bisschen mehr, ja, hat er dann natürlich gegeben, mehr Freiräume, wenn er dann das Spiel machen muss. Er hat dann rechts ab von sich, hat er dann Bormuth gehabt, links von sich hatte er Eihahn und die wechselten zwischendurch mal, je nachdem, wie der Stürmer von Kaiserslautern auf die zulief, tauschten Eihahn und Bormuth die Positionen. Hat Botzek als Innenverteidiger mehr Freiräume als der defensive Mittelfeldspieler, sodass er, wenn er zentral steht als Innenverteidiger und den Ball bekommt, das Auge hat für die Spieler, oder war das einfach nur Zufall, weil Kaiserslautern sich zu sehr auf unsere zwei schnellen Stürmer fokussierte? Ich glaube, das lag auch ein bisschen an der Formation, dass Botzek es auf jeden Fall defensiv in die Karten gespielt hat, dass er neben sich halt nicht nur ein, also dass er links und rechts, sage ich mal, noch einen Verteidiger hatte, die dem aushelfen konnten von der Schnelligkeit, und er halt praktisch nur die Zweikampfstärke ausleben konnte, und dann die langen Pässe, die er gezeigt hat, das kann er, glaube ich, im Mittelfeld halt nicht so gut machen, weil Fortuna spielt ja eigentlich schon, würde ich behaupten, viele kurze Pässe durchs Mittelfeld. Und da er halt nicht der Mittelfeldspieler, nicht der Spielmacher war in dem Sinne, konnte er sich's halt erlauben, auch mal schön auf die Außenverteidiger, die dann schön weiter als die Mittelfeldlinie vorgerückt sind beim Aufbauspiel, dass der Giesemann und Zimmer schön anspielen konnte, schön genau in Fuß. So ein bisschen das Naldo-Prinzip auf Schalke, der Tedesco hat den Naldo zentral gepackt, rechts Kehrer, links meistens Nastasic. Die können viel laufen, die machen die Räume eng und Naldo muss sich wirklich nur darauf konzentrieren, Bälle rausköpfen, einen Pass spielen und halt einen Zweikampf führen, wenn das Spiel direkt auf ihn zukommt. Der muss nicht mehr dieses Tempo gehen. Vielleicht kommt ihm das zugute. Wollen wir aber nicht weiter über Adam Botzek reden, sondern ein bisschen gucken, was im Spiel so passierte. Ich harte das einfach mal runter. Fast direkt die erste Minute. Haraguchi hat eigentlich das 1-0 auf dem Fuß, aber irgendwie verspringt ihm der Ball so ein bisschen zu weit nach außen. Müller hält trotzdem souverän, also der Torwart von Kaiserslautern, ich glaube, der ist aus Leipzig ausgeliehen. Der hat auf jeden Fall seine Qualität hinten drin. Bis dann passiert eigentlich nicht mehr viel. 48. Minute machte dann Lautern das 1-0, also fast direkt nach der Hälfte. War eigentlich nach einem geschenkten Strafstoß irgendwie. Fühlte sich das für mich so an. Später in den Videobildern habe ich gesehen, klar, es war tatsächlich Strafstoß, aber es wirkte für mich so ein bisschen dahergeschenkt von Fortuna. Einfach schlecht verteidigt. Also das war schon, als ich gesehen habe, Rahman läuft von schräg hinten auf den Stürmer drauf. In dem Moment, wo Rahman losgesprintet ist, wusste ich, der läuft ihn jetzt einfach nur trottelig um. Und er berührt ihn leicht auf der Schulter und der Stürmer nimmt das, ich glaube, er ist Stürmer, aber der Spieler nimmt das auf jeden Fall als Geschenk entgegen und fällt. Ja, es ist halt ein Elfmeter und ich würde auch nicht mal behaupten, dass er sich wirklich fallen lässt. Es ist einfach ein Kontakt da und wenn du von hinten halt umgelaufen bist, dann fällst du halt und dann gibt's auch einen Elfmeter, weil es halt ein Foulspiel ist. Ist halt doof gemacht vom Rahman. Da merkt man, Rahman ist ein Stürmer und kein Verteidiger. Wie gesagt, Moritz machte den Strafstoß einfach gut. Der haut den trocken rein. So muss man ihn erwarten. Ja, der lautere Torwart muss meiner Meinung nach dann eigentlich mit Rot vom Platz. Ich glaube, eigentlich eine Ecke oder irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall kam langer Ball rein. Und der fängt den Ball sicher. Der Eihahn hat ihn so ein bisschen unterlaufen, ist aber nichts wirklich passiert. Und der entschuldigt sich auch direkt, geht dann weg. Und dann kommt der Müller an und gibt ihm so einen Stoß. Für mich muss der mit Rot vom Platz. Klare Tätigkeit. Klar, der Eihahn fällt da vielleicht ein bisschen theatralisch. Aber es ist für mich trotzdem ein Feldverweis, weil es war eine Tätigkeit, Stoß gegen die Brust, Schubser, wie auch immer, muss damit geahndet werden. Aber ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass bei dieser Aktion halt Eihahn beteiligt ist, weil man sieht eigentlich auch schon, dass, ja, ich glaube es war eine Ecke oder auf jeden Fall ein Freistoß von außen, auf jeden Fall die Flanke rein und Eihahn steht halt dem Müller schon auf den Füßen, sage ich mal, was halt normal ist beim Fußball, dass einer halt sich immer vor den Torwart stellt, um, wenn er rausläuft, halt den Job schwierig zu machen. Ja, genau,
so, dass man einfach im Weg steht und der Torwart halt an einem vorbeilaufen muss. Das kenne ich. Ich war früher auch Torwart. Das war auch immer bei einer Ecke die erste Aussage, die getätigt wurde vom Gegner, war, ja, einer zum Torwart, um sich einfach vor mich zu stellen. Ich war meistens der vor den Torwart stehen musste und ich wurde oftmals umgeschubst oder umgerannt. Ja, das ist dann so, dann schubst der Torwart den so, hält ihn dann auf Armlänge Abstand, sage ich mal, und das ist halt Standardprozedur im Fußball, aber irgendwie hat sich dann Eihan und Müller haben sich dann besonders, das hat man schon gesehen, vor der Flanke haben die sich schon ein bisschen so hin und her geschubst und dann, als Müller den Ball fängt, dann unterbaut Eihan ein bisschen, wo ich mir auch denke, ja, das ist normal. Ist zwar nicht die feine Art, aber das machen viele und er wird dann halt, und ich habe auch nicht verstanden, warum der Marius Müller heißt er, glaube ich, da so aggressiv wurde und den Eihan einfach umschubst oder umstößt, wo ich mir denke, ja, natürlich lässt sich Eihan dann fallen, aber das ist halt ein Stoß und deswegen eine klare rote Karte für mich. Ich habe das oft genug gemacht, einfach nur, dass der Torwart ein bisschen mehr fällt und du selbst mehr Zeit hast für die Rückwärtsbewegung. Das ist banal, aber du hast ein bisschen mehr Zeit, dich wieder hinten zu ordnen, weil der Torwart einfach auf dem Boden liegt. Meistens pfeift den Schiedsrichter dann noch einen Freischuss für den Torwart. Der muss den Ball dann einfach nach vorne kullern. Aber für die Aktion sah er gelb. Weißt du, eine Sache noch. Von mir aus hätte man auch den Eihan dafür eine gelbe Karte geben können und dem dann eine rote. Du willst doch nur nicht, dass jetzt hier die Kaiserslautern-Fans in den Podcast zufällig hören, uns haten. Nein, es ist halt meiner Meinung nach eine rote Karte. Und das hätte ich auch gesagt, wenn es bei einem Fortuna-Spieler so gewesen wäre. Wie gesagt, es ist kein Zufall, dass Eihan da beteiligt war, weil der ist halt bekannt für so Aktionen. Aber ja, es ist trotzdem, muss sich der Torwart von Kaiserslautern da im Griff haben. Klar, nächste Aktion ist das 1-1 von Genki Haraguchi mit dem Strafstoß. Der schießt ihn halt hart und unhaltbar. Situation vorher war halt so ein bisschen Ping-Pong. Und Genki Haraguchi ist dann frei vor dem Tor, mehr oder weniger. So ein bisschen an der äußeren Kante des 16ers, zumindest hat der Tempo drauf. Und ja, der Torwart haut ihn halt um, mehr oder weniger. Ist halt ein Foulspiel mit Gelb, da er Gelb hat, ist halt scheiße gelaufen, Gelb-Rot. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Lautern dann auf jeden Fall Unterzahl. Fortuna wird besser, 78. Minute macht Rahman dann das 2-1, dann nimmt 2-3 Gegenspiel auseinander und macht dann das Tor ins lange Eck. Ich glaube, der schließt mit links ab, kommt von der linken Seite. Rahman macht da im Prinzip den klassischen Robben. Schön den Ball mit links am Gegner vorbeilegen, dann nochmal links am Gegner vorbeilegen und dann einfach mit links ins lange Eck. Ich habe die ganze Zeit gesagt, schieß doch endlich, aber dann macht er das Tor und bestraft mich das Lügen. 90. Minute macht dann halt Schmitz das 1-3 nach Vorlage von Haraguchi, hat die Übersicht, spielt an Verteidiger und eigenem Mittelspieler vorbei und Schmitz macht das einfach souverän, schiebt ihn alleine vom Keeper ein. Da, ja, da in der Aktion hat man gesehen, da hatte Kaiserslautern sich auch schon aufgegeben, beziehungsweise die waren dann wirklich mit allen Mann vorne und haben dann in der Rückwärtsbewegung, dachten die sich, ja, macht jetzt eh keinen Sinn mehr. Oder zumindest wirkte es so, weil da waren gefühlt vier Fortuna-Stürmer. Es war die 90. Auf zwei Verteidiger und dann steht Schmitz alleine vorm Torwart. Und wenn Schmitz, ja, ich sag mal so, wenn Schmitz schon den Torwart tunnelt, weil Schmitz ist nicht der begnadete Techniker. Ja, es war die 90. Minute plus. Und wenn er dafür die Zeit hat, sag ich mal. Es war die 90. Minute plus irgendwas und ja, die haben halt diesen einen Angriff alles reingelegt und dann kontert Fortuna halt und dann war denen das auch egal. So schmerzhaft das klingt. Also eine Sache, die ich noch sagen will. Ich habe im letzten Podcast gesagt, Fortuna gewinnt das Spiel 3-1. Ich wollte nur Bescheid sagen und ihr könnt mich gerne loben. Danke sehr. Also Kritik bitte bei YouTube unten in die Kommentare. Wer findet uns, wenn ihr uns haten wollt, loben wollt, was auch immer, findet ihr uns als Projekt Megafon. Micha, jetzt hattest du einem Spieler, den es war nicht den Tagpreis gegeben, den du sonst eigentlich lobst und wo ich auch gesagt hätte in diesem Spiel, der hat ganz gut gespielt. Rede ist von Gieselmann. Ja, er hatte öfter mal Aktionen, dass er halt irgendwie den Ball verstolpert hat oder sich dann hat ausdribbeln lassen. Das waren Aktionen, die man eigentlich von ihm halt nicht kennt, weil er da eigentlich ein sicherer Spieler ist und eigentlich auch viele Zweikämpfe gewinnt. Aber irgendwie war es nicht sein Spiel und deswegen, wie gesagt, er hat wurde paar Mal gut überlaufen und hat paar Mal den Ball vertändelt, weil bei einer Annahme ist ihm der Ball weggesprungen oder hat den Pass nicht gut gesetzt. Ich fand ihn jetzt nicht wirklich schlechter als John Zimmer zum Beispiel. Also dadurch, dass die beiden halt die einzigen Spieler auf dem Flügel waren, zumindest in der ersten Halbzeit, war halt hinten oft frei. Haraguchi und Rahman gingen dann erst so in der zweiten Halbzeit auch auf den Flügel, um die zu entlasten, sodass die halt nicht immer auf dem Flügel nach vorne rennen müssen, sondern
dass praktisch der zentrale Mittelfeldspieler, Nielsen war das eine Zeit lang, sich halt nach vorne einschalten konnte. Ja, aber beim Zimmer weiß man ja, dass er da ab und zu mal den Ball vertändelt. Aber beim Gieselmann ist man das halt nicht gewohnt und deswegen ist es bei ihm in dem Fall, sag ich mal, mehr aufgefallen. Weil wie gesagt, bei Zimmer, er vertändelt öfter mal den Ball im Dribbling, aber er ist halt der bessere Offensivspieler als Gieselmann und in der Verteidigung halt manchmal fehlt er. Ich würde gerne nochmal die Wechsel ansprechen, die Friedhelm Funk in diesem Spiel gemacht hat. Die wirkten irgendwie, ja weiß ich nicht, so antiklimatisch zu dem, was er sonst macht. Er wechselte recht spät, brachte dann in der 76. Harvard Nielsen für Bocek. Da stand das Spiel gerade 1-1. So ein bisschen überraschend, dass er da auf Sieg geht, um dann halt später... Also ich sag mal so, eigentlich nicht überraschend, dass wenn man beim tabellenletzten Spiel, dass man da auf Sieg geht. Also so aber, überraschend finde ich es nicht. Ja, aber ich finde es überraschend für Friedhelm Funkel, weil ich kann mich an Spiele erinnern, wo Fortuna einen Ausgleich hatte, zumindest in dieser Niederlagenserie, wenn du so möchtest, und der trotzdem Verteidiger für Verteidiger gebracht hat. Jetzt nimmt der Verteidiger raus für den Stürmer. War so ein bisschen für mich nicht das, was Friedhelm Funkel sonst wechselt. Ich weiß, was du meinst, aber für mich war es eigentlich auch nicht das, was er normalerweise macht, aber es war ein guter Wechsel, weil es lag wahrscheinlich auch daran, dass Fortuna halt mit einem Mann mehr gespielt hat und dass dann da nochmal ein Offensiver reingebracht wurde. Auf jeden Fall fand ich das einen sehr guten Wechsel. Machen wir noch einen kleinen Ausflug auf unseren Gegner Sandhausen. Micha, machst du irgendwelche Besonderheiten an Sandhausen, außer dass wir gegen Sandhausen irgendwie nie gewinnen konnten? Ich habe jetzt ins Skript reingeschrieben, 1-1 ist mein Tipp und ein Punkt gegen Sandhausen ist schon irgendwie ein Erfolg. Ja, mein Tipp zu Sandhausen ist ein 0-0. Wir haben zwar das Hinspiel 2-1 gewonnen, aber das war eigentlich auch, sag ich mal, ein Spiel, das nicht besonders schön war und wo dann kurz vor Schluss Hennings den Ball halt nach einem langen Ball den Ball einfach aus spitzem Winkel ins lange Eck zimmert. Und es war halt eigentlich auch ein Spiel, was unentschieden ausging und Fortuna hat irgendwie das Talent, gegen Sandhausen selten gut zu spielen. Ich erinnere mich gerne an so eine Auswärtsfahrt nach Sandhausen, wo wir dann im Bahnhof standen und 90 Minuten noch auf den Sonderzug warten mussten, weil man beschlossen hat, zwei ICEs und einen Regiobahn vorzulassen, weil da sonst halt nichts ist. Aber wollen wir uns darüber nicht beschweren. Wie gesagt, ein Punkt ist gut. Gerne eure Tipps in die Kommentare oder Facebook auf Twitter an Projekt Megafon. Wir würden gerne mit euch darüber diskutieren. Und da Fortuna, wie gesagt, selten gegen Sandhausen wirklich gut spielt, bin ich eigentlich auch, vor allem weil Sandhausen auch oben mit dabei ist, bin ich auch zufrieden mit einem Punkt gegen Sandhausen. Ja, dann wäre man danach weiterhin Erster, egal was der Rest macht. Also, man kann auch mal kleine Brötchen backen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Mo, @WampDribbler auf Twitter. Mein Partner heute war der Micha, @Schirensky auf Twitter. Lob, Kritik gerne an Projekt Megafon auf Facebook, Twitter, Instagram. E-Mail findet ihr wahrscheinlich dann auch auf Facebook. Wir sind auch auf YouTube. Ihr findet uns überall, wo es Podcatcher gibt. Was erzähle ich euch, das ihr hört uns ja schon bereits. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich dann sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.